Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Sadilat und willkommen zum Eulenclan Spotlight. Wir gehen den Clan im Detail durch, schauen uns die Stärken und Schwächen an und beurteilen zum Schluss, ob der Clan etwas für dich ist. Viel Spaß! Der Eulenclan Ferdör kam Dezember 2023 als 18. Clan ins Spiel und ist in der nordischen Mythologie nicht so stark vertreten wie beispielsweise der Wolf oder der Rabe. Nichtsdestotrotz hat die Eule eine große Symbolik und steht für Weisheit, Wissen und Besonnenheit. Und am Ende wurde der Clan auch genau so im Spiel umgesetzt. Der Clan kommt mit 2 Sternen in allen Bereichen und ist trotz seines uniken Spielstils relativ einfach zu erlernen. Ich würde sogar sagen, er ist easy to play, hard to master. Wie der Clan im Spiel aussieht, schauen wir uns gleich an. Davor gehen wir erstmal die Clan-Infos durch. Der Clan verfügt nicht über Holz, also er kann kein Holz generieren oder traden. Stattdessen macht er alles mit Wissen. Er baut mit Wissen Gebäude, er kauft damit seine Fähigkeiten, einen Wissenbaum und gradet auch seine Gebäude ab. Das passt ganz gut zum Eulenclan, weil Eulen einfach im Wald heimisch sind, sie nicht abholzen wollen und auch ein Symbol für Wissen sind. Ironischerweise kann der Clan trotzdem keinen Wissenssieg erringen. Er erhält eine andere clanspezifische Siegbedingung, und zwar die entfesselte Reiche Siegbedingung. Da müssen wir mit unserem Wächter Gebiete zurückerobern. Dazu aber mehr im Spiel. Im Spiel schauen wir uns auch unseren neuen Wissensbaum genauer an. Dort arbeiten wir nämlich mit den Zweigen des Yggdrasil, die wir uns dort auch genauer anschauen, genauso wie unseren Clanhäuptling, unseren Warchief. Und abschließend kann der Clan keine Rehe und Fische zur Nahrungsgenerierung verwenden. Diese Gebiete produzieren stattdessen Zufriedenheit. Auf unseren Ruhmbonus gehen wir gleich ein und unser Relikt ist relativ einfach erklärt. Man setzt es in eine Zone, woraufhin dort ein Wald wächst, Rehe und Fische angelockt werden und man noch mehr Zufriedenheit generiert. Damit wir jetzt nicht noch mehr Zeit hier im Menü vergeuden, würde ich sagen, starten wir doch jetzt mal direkt ins Game. So, hier im Spiel fällt uns direkt ein neues Gebäude auf, und zwar der Samen des Yggdrasil. Dieses clanspezifische Gebäude ist unser Ersatz für das Scout Camp. Hier können wir Nornen ausbilden, die als Speer dienen. Wie beim Krakenclan können hier auch nur weibliche Dorfbewohner zu Nornen ausgebildet werden. Im Vergleich zu anderen Clans können wir hier auch 3 Speer ausbilden und nicht nur 2, denn wie man sieht, kann man mit den Nornen auch nicht nur Gebiete scouten, sondern man kann mit denen auch in unbesiedelten Gebieten bei Runestein Wissen generieren. Das ist sehr wichtig, denn unser Clan lebt ja quasi vom Wissen. Hierbei sei gesagt, wenn man dieses Gebiet jetzt besiedelt, hören die Nornen auf, hier Wissen zu generieren und man muss einen Meister der Lehren hier drauf ansetzen. Zu den Nornen sei noch gesagt, ab 200 Ruhm kann man mit diesen auch feindliches Hoheitsgebiet erkunden und dort auch die Zweige des Yggdrasil platzieren. Beim Erkunden des Hoheitsgebiets kann man coolerweise auch noch weiter ins Gebiet vom Gegner reingucken und ein bisschen mehr wissen, was er macht. So, wie man eben schon gesehen hat, kosten Gebäude auch wieder Wissen, dabei kosten sie aber weniger Wissen, als jetzt sie in Holz kosten würden. Und jetzt kommen wir zum großen Knackpunkt des Clans, unser Wissensbaum. Dafür pausiere ich kurz das Spiel und schauen wir uns näher an. So. Wir haben jetzt keine 3 Stränge mehr, wie beim alten Wissensbaum, sondern 3 Bereiche, besser gesagt, die hier durch Kreise verbunden sind. Und die 3 Bereiche lassen sich auch, wie die 3 Stränge, in verschiedene Bereiche einteilen. Wir haben einmal Wachstum, Ressourcenmanagement, wir haben Wohlstand und Handel, hier ist auch der Handelssieg dabei und Macht bzw. den Militärstrang. Darüber hinaus ist das Ganze so aufgebaut, dass die Fähigkeiten nach außen hin immer teurer werden. Hier die kostet zum Beispiel nur 60, dann 120, 240, 360 und zum Schluss 480. Wenn man die Fertigkeit oder eine dieser 3 Fertigkeiten freigeschaltet hat, kommt auch in der Mitte die neue Siegbedingung. Dazu kommen wir aber später nochmal. Nehmen wir uns jetzt mal eine neue Fertigkeit, zum Beispiel Ironwood. Damit kann man Erze in einem Gebiet für sich selbst sammeln lassen. Und das Interessante ist, man kann die auch in unbesiedelte Gebiete platzieren, wie zum Beispiel hier. Dort wird jetzt für mich nach und nach Stein gesammelt. Das ist ganz cool, wenn man so relativ früh Zugang zu Stein und Eisen hat. Wenn man die dann platziert hat, kann man die später auch abreißen und woanders hin platzieren. Wir haben hier mit 2 Wissensquellen eigentlich schon einen sehr guten Start. Ich habe schon ein paar Eulen-Games gemacht. Am Ende des Tages wirst du in der Regel genug Wissen haben, um davon zu profitieren. Entweder findest du Wissensquellen oder einen Wald, der dir Wissen erzeugt. Da
Bist du zwar ein bisschen map-abhängig, aber in der Regel passt es schon, außer du hast wirklich super, super viel Pech. Ja. Kommen wir nochmal zum Wissensbaum. Die ganz äußeren, die letzten Fähigkeiten quasi vom Ring verbessern deinen Warchief. Und hier ist es interessant. Du hast nämlich drei verschiedene Warchiefs, beziehungsweise rotierst du einen und kannst dann auch danach für 50 Wissen zwischen den drei Warchiefs wechseln. Und hier ist auch jeder Warchief angepasst an den Bereich, wo du ihn freischaltest. Zum Beispiel gibt die dir einen Produktionsbonus. Diese hier verstärkt deine Armee. Und diese hier lässt dich mehr Wissen erzeugen. Du hast Skuld, die die Angriffskraft für jedes Militärwissen, was du freischaltest, verbessert. Du hast Verdandi, die deine Produktion im Gebiet boostet pro Wachstumswissen. Und du hast Urdir, die einfach mehr Wissen produziert, während sie sich bei dir zu Hause aufhält. Und hier haben wir unsere neue Siegbedingung. Dafür müssen wir das Herz des Yggdrasil freischalten. Es ist, wie gesagt, die Fähigkeit, die nach der, in Anführungsstrichen, letzten kommt. Da wird automatisch der Wächter beschwört und dort müssen wir der Natur helfen, vier Gebiete mit dem Wächter zurückzuerobern. Zurückzuerobern heißt, Gebiete vom Gegner neutralisieren. Der Wächter ist wirklich sehr stark und die Siegbedingungen daher auch eine gute Möglichkeit für den Clan. Der Clan spielt sich sehr smooth und die Neuerungen sind schöne Anpassungen im Spiel. Es macht viel Spaß, um diese neuen Zweige herumzuspielen und die Visuals sind auch mal wieder on point. Wenn man sich die Stärken anschaut, sieht man direkt, dass man mit dem Clan seine Wirtschaft zum Boom bekommen kann und dann auch früh angreifen kann. Je nach Gegner kann man auch easy nach dem ersten Winter angreifen. Auf der anderen Seite muss der Clan sich im Late Game auch nicht verstecken. Er kann natürlich mit den aktuellen Late Game Monstern nicht mithalten, aber die neue Siegbedingung erleichtert dir einen Sieg im späteren Spielverlauf. Dazu muss man aber auch sagen, dass einem irgendwann die Plätze für die Zweige ausgehen können. Und dann bleibt man auf seinem Wissen sitzen, was man natürlich nicht will. Generell kann es am Anfang schwierig sein, herauszufinden, wie man sein Wissen optimal nutzt. Das ist ein bisschen trickier im Vergleich zu anderen Clans, weil man eben nur eine Ressource hat und die in mehreren Bereichen braucht. Schaut man sich jetzt den Clan, die Spielweise und die Stärken des Clans an, kann man auf jeden Fall sagen, dass der Clan für all diejenigen da draußen etwas ist, die es lieben, eine gute Wirtschaft aufzubauen und das auch so hinkriegen, um den Gegner zu zerstören. Der Clan ist aber auch für diejenigen zu empfehlen, die einzigartige Spielweisen feiern und daraus immer das Beste herausholen wollen. Spieler, die gerne auf Handel setzen oder ihre Mates am liebsten supporten, werden es hier schwieriger haben. Der Clan hat nichts, was den Handelssieg bufft und kann seinen Verbündeten überwiegend mit Wissen helfen. Wie du siehst, bietet der Clan sehr viele Spielweisen an und du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, ob dich ein detaillierter Guide zum Clan interessieren würde. Ansonsten hoffe ich, dass dir mein erster Clan-Spotlight gefallen hat und du jetzt weißt, ob du den Clan spielen willst oder nicht. Hier rechts findest du jetzt noch ein Video, in dem ich dir eine Build-Order für den Clan vorstelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.